willkommen. Schön, dass trotz des schönen Wetters doch einige da sind. Helmut, wie siehst du das? Würde ein Grundeinkommen unser Verhältnis zur Arbeit ändern? Und für mich ist das Grundeinkommen kein sozialpolitisches Projekt. Es geht nicht um Geld, es geht um Freiheit. Es geht um mehr persönliche Freiheit für den Einzelnen, die zwar auf dem Papier stehen kann, aber solange ich materiell das nicht verwirklichen kann, nutzt mir das nichts. Und selbstverständlich würde das extrem etwas ändern. Also da muss ich klar machen, wir reden hier von einer Revolution, auch wenn das nicht so kommuniziert wird. Ja, das ist einfach ein irres Projekt. Und die Leute, speziell die Leute, die länger damit beschäftigt sind, da muss man sich das immer wieder klar machen, was das für eine Denkzumutung ist, wenn man mit diesem Ding jemand zum ersten Mal kommt, dann, wenn da keine Schreckreaktion passiert, dann hat er nicht verstanden, was wir vorhaben. Okay? Deshalb ich von einer Revolution rede. Es ist nicht eine persönliche Revolution, wow, ich krieg Geld, ja? Sondern es ist der Macht weg, also die Machtverschiebung von der Arbeitgeber zur Arbeitnehmerseite. In diesem Moment, wo Millionen von abhängig Beschäftigten, heute heißen sie so, sagen, auch mal Nein sagen können zu einem Jobangebot, ja, weil er schlecht bezahlt ist oder weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, weil sie sagen, du ruinierst ja den Planeten mit der Arbeit, die mache ich nicht. Alle diese Dinge, die heute einige Leute nicht ablehnen können. Da passiert dann wirtschaftlich etwas, weil dann muss sich ein Arbeitnehmer, ein Unternehmen was einfallen lassen, wie sie mich davon überzeugen, dass ich für sie arbeiten soll. Da müssen wir auf Augenhöhe dann sagen, ja okay, das und das, da müssen wir noch was ändern und hier und so, dann bin ich dabei. Also, auch dir wollen wir die Frage stellen, was ist für dich denn das Wesentliche am Grundeinkommen und wo sind die Herausforderungen? Geht es darum, eine bestimmte Form der Entwicklung weiterzubringen, auch gesellschaftlich, und zwar eben einerseits gesellschaftlich, andererseits aber auch ganz persönlich. Und in dem Sinne glaube ich, Herausforderungen sind sowohl im Persönlichen, gönne ich meinem Nachbarn, um jetzt ein bisschen äußerlich anzufangen, gönne ich meinem Nachbarn auch wirklich das Grundeinkommen oder will ich es nur für mich haben? Das ist sowohl innerlich, kann ich damit umgehen, traue ich dem anderen, meinen Mitmenschen wirklich zu, so verantwortungsvoll damit umzugehen? Ist sowohl eine persönliche als auch eine gesellschaftliche Herausforderung, denn auch unser Gesellschaftssystem basiert doch noch sehr viel auf dem Schutz, auf der Konkurrenz und so weiter. Und darüber hinaus zu wachsen, darin sehe ich eigentlich die größte Herausforderung. Wenn der Staat, die Gesellschaft, und das sind im Prinzip die anderen Menschen, wenn die sagen, hey, wir trauen dir zu, du bist so viel wert, dass du einfach, ich beziehe es jetzt mal nicht aufs Geld, sondern du bist ein Wert an sich und du musst dich nicht beweisen, du musst nicht arbeiten, um leben zu können, sondern wir sind in unserer Entwicklung einfach so weit, dass das nicht nötig ist. Und wir trauen dir zu, dass du ein gutes Leben führst und dass du das Richtige, was für dich das Richtige ist, machst. Und auch damit persönlich erstmal umzugehen, mit diesem Vertrauen, mit dieser, man könnte es vielleicht sogar Liebe nennen. Auch das ist ein wichtiger innerer Schritt, zu sagen, ja, ich habe dieses Vertrauen und ich mache was draus. Hilde, du bist im Tauschring aktiv oder in einer Form. Kannst du uns da was darüber erzählen und auch vielleicht, wie du da die Verbindung zum Grundeinkommen siehst? Oder beim Tauschen ist es so, dass die Leute auch gegenseitig füreinander was tun, in der Regel auf Zeitbasis, wo eben dann keine Zinsen entstehen, sondern wo halt einfach die Zeit so quasi aufgeschrieben wird, zu sagen, okay, die Person hat jetzt 2 Stunden was getan und dafür kann man wann anders das auch wieder eintauschen und es auch dadurch gewährleistet ist, dass es so quasi gleichwertig ist, also dass nicht das eine das 10- oder noch was Fache vom anderen, sondern dass da ungefähr die gleiche Basis da ist. Und das erzeugt für mich auch, wenn das richtig gelebt wird, eine Art von Gemeinschaft, die dann auch mal zufasst, wenn jetzt jemand dann halt nicht ganz. Also ich wünsche mir auch so eine Art von größerer Gemeinschaft, wo wir uns immer mehr da reinfallen lassen können, dass wir dafür sorgen, dass die anderen klarkommen und auch für uns gesorgt wird von den anderen. Ja. Und das ist, also beim Tauschen ist es für mich ein Feld, wo ich das einfach ausprobieren kann. Ich finde, das, was wir hier machen,
Das ist Grundeinkommen. Wir bilden neue Gedanken. Wir tauschen uns aus. Wir entwickeln das weiter, damit dann das wachsen und Früchte tragen kann. Weil dass wir halt dann das auch annehmen können, jeder Einzelne für sich. Und wenn es jeder Einzelne annehmen kann, kann es auch die Gesellschaft annehmen, weil dann können wir auch, dann haben wir keine Befürchtungen mehr, dann wenn wir uns stärken, dann erlauben wir auch den anderen stark zu sein, haben keine Angst vor den anderen. Je mehr wir ins Vertrauen gehen und der Liebe eine Chance geben und nicht mehr der Angst, in dem Angstsystem, in dem wir jetzt gerade so sind, und dass wir alles ablegen dürfen, also die ganzen, braucht es dann nicht mehr, also diese Ängste. Und das müssen wir halt lernen, von der Angst zur Liebe zu kommen, jeder Einzelne und dann irgendwie so als Gemeinschaft. So.